Sniper Rifle. Oh, Sniper Rifle. Das könnten wir auch nutzen, um Basis zu knacken. Also wir haben jetzt ein paar Mittel, das ist schon mal ganz gut. Also wir müssen jetzt nur sicherstellen, dass unsere Forschungsdinge hier durchgehend arbeiten. Momentan scheinen rote Tränke ein Problem zu sein. Brech mal die zigtausend Granaten ab. So. Und bau stattdessen schnellere Fabriken kannst du noch gar nicht. Ja, okay. Dann bau halt einfach von Hand Tränke. Und erforsch mal Crafting Points. Damit wir noch öfters mehr Sachen bekommen. Und hier bitte nochmal das Tool, was soll's. So, Rainer. Nimm die mal mit, verteil die hier drauf. So, so. Da. Grün staut, sieht das okay. Rot schmeiße ich immer nach. 11. Aha, ein Science Break. Bonus. Ja, gut. Das klappt soweit auch. Das heißt, ich werde jetzt die nächsten Folgen darauf mich konzentrieren, dass die durchgehend laufen. Dass wir im Westen schon mal so eine Art Außenposten aufbauen vielleicht. Dass ich mich, wenn es zu viele Viecher sind, zurückziehen kann, dann immer nur einzeln den Respawn kille. Das klingt sehr gut. Bau mal hier Mauer. So. Und Muni. Zwar panzerbrechende Muni. Von hier aus sieht die Basis gar nicht so böse aus. Als wenn das nur so 3-4 Spawner wären. Aber das sind mehr. Das sind viel mehr. Oh ja, 17 Türme, das sollte reichen. Ja, es sind definitiv viel mehr. Erstmal zerstöre ich den Wald da. Gott, schade, es hat die Basis nicht mitvernichtet. Das hätte es ein bisschen einfacher gemacht. Dann setze ich jetzt einfach hier. Da. 5. 10 Türme. Ja. 2 davon haben Munition. So. Und die kriegen dann noch ein paar Mauern davor gesetzt. Und zwar in so einem Abstand. Keine Ahnung, wie weit die. Die kleinen Beißer können auch gar nicht rüber beißen, glaube ich. Also machen wir mal so hier. So. Ja. Ja, ist nicht schlecht. So, und jetzt kommen die tolle Munition. Das heißt, diese Mauer. Quatsch, diese. Turm, Wand mit Wand drumrum ist dazu da, dass ich gleich in die Basis reinlaufe. Alles erstmal einmal ranhole. Alles, was in der Basis an Viechern wird, wird dann zerschretzelt. Und jeder Spawner spuckt immer nur ein neues Vieh aus. Was immer noch viel ist. Aber ja. Meine Hoffnung ist, dass ich ein wenig da durchhalte und dass dann irgendwie was passt. Und ich muss das relativ schnell jetzt machen, sonst ist es irgendwann zu viel. Also, ich laufe rein, hole alles hierher, lauf wieder zurück, schmeiß ganz viele Granaten. Das ist der Plan. Oh Gott. Okay. So. Ein Wurm ist tot. Oh, ich schmeiß einfach eine Granate, wenn die reinkommen. Waren alle meine Granaten. Das habe ich mir besser vorgestellt. Lauf. So. Ja, es geht. Problem ist, sie werden jetzt schneller regenerieren, als ich Granaten bauen kann. Hör auf, die Munition herzustellen. Bau Granaten.
Granaten. Forschung. Öl. Go. Besser. Turm schützt dich. Irgendwie schießt der Turm auf die falschen Dinge. Okay. Muni ist alle. Es wird nichts, das wird nichts. Und ja, ich schmeiß die Granaten im Nahkampf. Das geht nicht auf. Brauch mehr Granaten. Komm, mach einen da kaputt. Lebenspunkte gehen noch. Das ist schweinelaut übrigens. Aber ich denke mal für euch auch. Und die werden Tiere stinkig werden. Die werden mutieren, wie nichts Gutes. So, kaputt. Lauf zurück zu den anderen Türmen, die keine Munition haben. So, wir haben erfolgreich einen Spawner gekillt. Oh, viel mehr Granaten. Also mit den Türmen ging es einigermaßen. Die haben sich irgendwie nicht wirklich selber gut geschützt. Die haben eher auf irgendwelche Spawner geballert. Wir brauchen aber Munition, wie nichts Gutes. Könnte ich natürlich automatisieren. Also die Munitionproduktion. Aber ich glaube, Granatenproduktion wäre irgendwie schneller. Ja, muss ich gucken. Erstmal brauche ich neue Kohle. Dann sollte ich mit der Kohle auch nochmal nach unten gucken, ob die Kraftwerke genug Strom haben. Ja. Und während der ganzen Zeit regenerieren die anderen Spawner sich jetzt hoch. Ich denke, das macht wenig Sinn, jetzt dazwischendurch mal wieder hinzulaufen. Zumal die ganzen Balter ja auch respawnen. Ja, ja. Aber sehen wir es positiv. Wir haben einen Spawner schon wegbekommen. Und es geht, das ist nur eine Ressourcenfrage. Du hast noch Kohle. Hier. Hier hinten kommen noch zwei Ärmchen ran. Und Strom. Ist krass. Bräuchten eigentlich noch mehr von euch. Ja, denn du. Nee, du. Welche haben wir jetzt genommen? Power on Demand. Das wären B oder C? Gen S. Ich baue mal einen ab. Gen A. Okay, baue 4 davon. Brich das kurz ab. Und hier haben wir noch kein Muster. So. Und einen als Bonus. Sehr schön. Wahrscheinlich kriegen die hinten nicht genug heißes Wasser. Ja, ist jetzt nicht heiß genug. Ja, bekannte Probleme. Das verbessert sich jetzt nach und nach. Ich werde auf sauberes Wasser umsteigen müssen. Oder ich brauche bessere Rohre, aber die kriege ich nicht so schnell. Wenn ich das jetzt so mache, endet das theoretisch auch gar nichts, oder? Ach, Baum weg. Und Granaten herstellen. Und ganz viel Munition herstellen. So. Ja, 55 Grad. Brauche mehr Boiler.
Dann. Okay, okay. Mach das hier oben rum. Mach das hier lang und mach jetzt hier überall Boiler. Dum, 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 dum. Dum, dum. So. Immer noch. Ah, 60 Grad. Wird jetzt nicht schnell genug rausgelegt, ja? Ja, schnellere Ärmchen kommen bald. Schnellere Fabriken kommen vorher. Köchel, Köchel. Ja, also so viel zu unserer endlosen Stromversorgung. Das klappt noch nicht so ganz. Müssen wir mit den Boilern besser regeln. Hattest du da nicht auch irgendwelche eigenen Boiler? Powerlampen? Nein. Alien Infuser, Atomic Quantum. Keine Ahnung. Ein S-Generator. Ich mach's mit Boilern. Also wir brauchen einfach MK2 Boiler. Dann ist alles gut. Und bessere Rohre. Können wir die relativ schnell bauen? Unter was? Hier. Logistik MK2. MK2. Pumpen. Pipes. Die werden schon was bringen. Und bei Strom. Nicht das Stromsymbol, das andere Stromsymbol. Nee. Wo sind die besseren? Ah, da sind die besseren Boiler. Brauch nur das da. Ist also auch relativ gut machbar. Dich und dich. Und da, Boiler MK2. Jo, okay. Das müssen wir in den nächsten Folgen angehen. Für Granaten haben wir inzwischen 30. Nee. Nee, 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 nee. Geh mal Ressourcen einsammeln und guck mal, ob du so eine schnelle Fabrik bauen kannst, die Granaten herstellt. Ressourcen einfangen war hier, ja. Da. Ressourcen, 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 Ressourcen. Sehr schön. Ich hätte gerne. Was fehlt da? Weak Capacitor. Haben wir noch nicht erforscht. Das ist super. Ja. Ja, ja. Ja. Also jetzt nochmal einen Spawner zerstören. Bau mal eine normale Fabrik, wenn du noch hast. Und bestimmt irgendwo eine Fabrik rum. Da ist eine Fabrik, die wir nichts machen. So, du. Kiste rein, Kiste raus. Ärmchen rein, Ärmchen raus. So. Du stellst her. Piercing-Munition. Dafür kriegst du Kupfer und Stahl. Wir brauchen sowas von schnelle Ärmchen. Wie viel Kupfer brauchst du für ein einziges? 5. Ist eine klitzekleine Hilfe, ja. Und ich brauche mehr Stahl. Schmeiß also hier hinten das da rein. Na, ganz viel Stein, sehr gut. Du bist verklumpt. Ah, die sind alle verklumpt. Yep. Die haben jeweils was drin, was sie gar nicht drin haben wollen. Und das Ärmchen will dann was anderes reinpappen. Ja, das müsste eigentlich okay sein. Warum? Ah, nee, du hast Erde im Ärmchen. Mach das so. 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 So, und hör auf, Erde reinzuschmeißen. Also Stein. So kriegen wir jetzt Stahl. Das Stahl können wir dann nehmen. Können wir den in die Fabrik schmeißen, um noch mehr Piercing-Munition herzustellen. Und ein Turm reicht ja noch schon fast, oder? 45.
Ja, Unterstützung auf jeden Fall. Also ich versuche jetzt noch einmal, einen Spawner zu zerstören. Und da wir letztes Mal einen zerstört haben und dieses Mal einen zerstört haben, kommen wir dann vielleicht demnächst auf den managebaren Bereich. Hoffentlich. Da. Das heißt, ich mache es wie eben gerade auch. Wobei, nein, ich laufe rein, ich schmeiße eine Granate, alles ist tot. Ich setze den Turm. Aber so, dass er nicht auf die Spawner schießt. Hoffentlich. So, und nimm mal hier die Piercing-Munition, die hier hinten drin ist, mit. Okay. Dass er nicht auf die Spawner schießt, weil sonst haben wir ein Problem. Ist da schon irgendwo Medium bei? Nein. Okay. Gut. Ich kann auf dem Blut nicht bauen. Setz da einen hin zu. Okay. Ja, geht. Setz den Turm bitte doch mal näher. Oh, Forschung! Schwefel. Den Turm doch mal näher ran. Bau bitte noch mehr Magazine. Klau ihm alle Magazine. Muss der Turm? Du. Alle Magazine. Gut. Oh, ich bin. Was? Warum kriege ich plötzlich doch Schaden mit meinen Granaten? Warum schießt du da oben rauf? Und meine Granaten sind alle. Das ist diesmal nicht ganz so erfolgreich wie das letzte Mal. Und das war meine Piercing-Munition. Du. Ja. Gut, komm mit. Das ist nicht gut gelaufen. Ganz und gar nicht gut gelaufen. Die lassen wir da stehen. Gehen sie halt kaputt. Es ist frustrierend. Sehr frustrierend. Aber da es immer noch nur Small sind, ich denke, ich sollte mich dann jetzt doch wieder darauf konzentrieren, einfach die Basis weiter auszubauen und dann kommt es automatisch, dass wir auch fortschrittlicher sind und dadurch mehr Waffen haben und dadurch dann die Basis irgendwann kaputt kriegen. Und unsere Basis gegen Smallbite zu verteidigen ist ja echt nicht so schwer. Ja, na, ist okay. Mehr das da. Das heißt, wir bauen jetzt die reguläre Verteidigung für unsere Basis. Einfach irgendwo hier erstmal runter. Setzen da dann sporadisch die Türme hin, dass wenn der Smog irgendwann die Basis da trifft, dass wir dann verteidigen können. Wobei, wenn der Smog die trifft, dann mutieren die. Ja, kann ich nicht ändern. Man kann nicht alles haben, es kann nicht alles gut laufen. Baummauern. So. Dann sagen wir mal hier hinter unserem Strom. Ziehen wir die Mauer hoch. Bau nochmal so eine Explosivtermite. Also hier irgendwo. So. Zip. Baum weg. Explosivtermite raus. Gut. Mhm. Und jetzt hier einfach. Ding mal Türme. Dümp, dümp, dümp. Und die kriegen dann jeweils 5 Magazine. Das müsste für so eine Standardwelle erstmal reichen. So. Brauchen wir noch ein paar mehr von, also von den Türmen, weil ich irgendwie ein paar verballert habe. Da. Und dann passt es auch schon. Ja, ja, ja. Keine super Lösung, aber es ist erstmal eine Lösung. Ich hätte mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft. Also es ist schon richtig so, dass man nicht gleich am Anfang Basen zerstören kann und was weiß ich. Aber irgendwie hatte ich im Hinterkopf doch gehabt, dass, hey, das sind so viele Mods. Irgendein Mod-Autor wird doch bestimmt total überpowerte Sachen rausgebracht haben, die man ganz leicht am Anfang bauen kann. Aber wenn, habe ich sie nicht ad hoc finden können. Du da. Was aber ja auch gut ist.
Es wäre ja noch alberner, wenn das da alles sofort super schnell geht. Muss ja auch eine Herausforderung bleiben. Und meine Herausforderung ist jetzt erstmal Strom wieder ankurbeln, dass es mal wieder unendlich viel Strom ist. Dann die Capacitors bauen, also diese kleinen Zwischenproduktdinger, damit wir die schnelleren Fabriken bauen können. Mit den schnelleren Fabriken sicherstellen, dass mehr Tränke produziert werden und wir die Forschung weiter ankurbeln. Wobei ich auch bei der Forschung immer regelmäßig selber was reinwerfen wollte. Tu mal hier eine Kiste dahin, tu das mal dahin und schmeiß hier mal rote Tränke rein. Hör auf damit. Bau davon mehr. So. Ja. Und jetzt sollte ich aufhören zu spielen, sonst laufe ich euch wieder davon und eure Kommentare holen mich nicht ein. Ich denke mal eh, dass ihr schon recht viel geflucht habt wegen den letzten Folgen, wo nicht so wirklich viel geschafft wurde, aber ich viel ausprobiert habe. Und das gehört auch dazu. Ja, und wir sehen uns dann gleich wieder. Bye, bye.